heute zeigen wir gerne einen Test für die unterste Extremität, Fußgelenk, Knie und Hüfte. Bei mir ist Nivers, Spielerin Spono Notwil, Nationalliga A, oberste Liga Handball Schweiz. Sie hat eine voorste Kreuzbandoperation gehad. Und heute geht es darum zu sehen, wie belastbar ist die Knie zum Thema Return to Sports. Wann kann sie wieder anfangen? Finden wir da noch gewisse Defiziten in Sprungkraft, Stabilität, Kraft und so weiter? Und das tun wir mit diesem Knietest, tun wir das testen. De eerste test die we maken willen is een ganz einfache test, is een draaierhop. Het gaat om met een zo kort mogelijk contacttijd draaisprongen te maken, zo wijd wie mogelijk. Oké? Okay? We maken dreimal verzoek, dat is dreimal linkerbein, dreimal rechterbein. En we nemen daarvoor die beste wert en die schrijven over onze protocolliste schrijven ze eraf. Oké? Okay? Here we go. Ja. Tweede test, sprongmatten. Du hast twee sprongen. Het gaat erom maximale sprongheuvel en zo kort mogelijk contact zijn. Dat heißt, terug met snee op de kop, ja, zo hoog wie mogelijk en zo explosief mogelijk. Ja? Dat is twee sprongen. Ja? Ik zeg het hier, wenn du kannst anfangen. Ja? We maken eerst weer de linkerbein, dan de rechterbein. Achtung, und go. Hoog, ka. Hoog, goed, jawel. Sprungkraft 21,1 cm hoog. Contactzeit 326 milliseconden. Goed. Also, volgende Aufgabe. We hebben twee hutjes auseinander, distans 4 meter. Deine Aufgabe wird sein, du hast 20 Sekunden Zeit. Das heißt, du musst von einem Hütchen springst du links erst einbeinig und du machst eine 8 Drehung. So, dadurch 8 zurück, immer einbeinig. Deine Aufgabe wird sein, so viel so wenig wie möglich Sprünge zu machen und so groß wie möglich Distanz zu machen. Weißt du, was ich meine? So groß mögliche Sprünge und so schnell und so weit wie möglich zu springen. Deine Aufgabe ist dabei, dass wenn du hier springst, dass jeden Umrundung zählst du. Das wäre 4 Meter, 8 Meter, 12 Meter, 16 Meter, 20 Meter. So, es geht um die Distanz. In 20 Sekunden eine so große mögliche Distanz mit so wenig wie möglich Sprüngen. Ich zähle die Sprünge und du zählst die Distanz. Okay? Achtung, fertig, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stopp! Ik heb hier 38 sprongen. En wie oft bist du rumgegangen? 8,5. 8,5. Zo, 8 mal 4 is 32, hè? Und halb macht 34 Meter. Ja? Ja. Gut, prima. Erholen. Ja? Gut, Aufgabe. Linkerbein anfangen. So viel wie möglich springen. Über die Hürde machen. Und die Hürde steht jetzt auf 15 cm hoch. So, ist nicht so sehr hoch. Deine Aufgabe ist, so viel wie möglich springen zu machen innerhalb 20 Sekunden. He? Naar rechts, naar links, naar rechts, links. Ja? Oké. Okay. 20 seconden, zo veel wie mogelijk springen over die 15 centimeter hoge hurde. Ja? Achtung, fertig, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
45 sprüngen. Und go. Was hebben we jetzt getestet? Bij die eerste test die we gemacht hebben, de draaiensprong, dat is einfach, geht's darum, wie weit springt de persoon. Ja? Bij die tweede is het gang om die sprongkracht, sprunghöhe. Daar is het ganz einfach, wie höher man springt, wie besser. Wat voor mij als rehab-trainer wichtig is, is die contactzeit. Du kannst dir vorstellen, dass einer unsicher ist in die Beine, dass die Kontaktzeit auf dem Boden langer sein wird. So, wie mehr Vertrauen der Person hat, ja, wie explosiver diese hochspringen wird. Dann haben wir gemacht den 8-Sprung-Parcours, ein wunderbarer Test, weil du machst ein paar Sachen. Du machst einen, durch den 8-Sprung einen Phallus-Phallus-Bewegung vom Kniegelenk. Ja, das geht hin, die Knie werden in alle Richtungen belastet. Dabei wirst du auch sein, die Leute, die wenig Selbstvertrauen haben, die würden automatisch weniger Sprüngen machen. Of die werden nicht so doen, die werden mehr Sprüngen machen. Und eine weniger große Distanz springen, weil das Vertrauen fehlt im Knie. Ein Knie, die stabil und kräftig ist, die wird große Sprünge machen, ja, in, mit einer so viel wie möglichen Distanz. Ja. Bei dem nächsten Test, die wir gemacht haben, die 20 Sekunden Sprung seitwärts, ja, daar gaat het om. Dat is die sidewärtsbeweging van de knie. Ik kan eventueel überlegen, wenn ik die 8 parcours gemacht heb, om op deze test te verzichten. Waarom mag ik bij deze twee testen 20 seconden? Weil ik möchte in diesem Fall, dass het alactisch is. Dat heißt, ik doe nog niet zoveel lactaat in mijn muskelen. Ontwikkelen, waarbij ze verzuurd zijn weer, om al zo te zeggen, in die beiden. Wij in ihre sporten, in dit geval handbal, braucht ze dat niet. En wat ze niet braucht, würde ik ook niet unbedingt testen. Bij de snelheidsparcours is mal drum gegangen, wie explosief is ze in dat parcours met richtingswechselen, wie voert ze dat door? En dan hebben we getest, ganz einfach. De start op dat hutje, dat parcours gelopen, en wie snel had ze deze parcours absolveerd. Also, wat is jetzt wichtig en entscheidend in deze test? Dat bij alle sprong, wijd, hoog, explosiviteit, ze niet meer dan 10% van een deficit hebben moest. Gegenüber anderen Beinen. Ich sage es noch einmal, ich habe es nicht ganz gut erklärt. Bei aller Sprunghöhe, Weit und Explosivität darf sie nicht mehr dann 10% verlieren gegenüber das andere nicht operierte Bein.